Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, woran die Welt krankt. Woran krankt eigentlich unsere Gesellschaft? Ja, es gibt ein sehr schönes Buch von Rüdiger Dahlke, Woran krankt die Welt? Das habe ich auch schon gelesen, ich verlinke den Titel mal unten drunter. Und ich möchte heute auch mal auf das Thema drauf eingehen. Das senkrechte Weltbild kann dazu sehr von Vorteil sein. Das ist ein Buch, das gibt's auch, ist auch von Rüdiger Dahlke, zufälligerweise. Aber das senkrechte Denken ist einfach eine Art von Denken, die wieder in die Tiefe geht. Es ist kein waagerechtes Denken. Das heißt, man ordnet nicht die Dinge ein wie, ich habe Pflanzen, dann habe ich verschiedene Pflanzen wie Bäume, Salate, was weiß ich, Fruchtbäume und so weiter, habe ich verschiedene Arten von Pflanzen. Ich habe Steine, dann habe ich verschiedene Arten von Steinen, Quarz, Sand und so weiter. Aber das senkrechte Denken, das ist das Denken, wo in die Tiefe geht, wodurch du auch wieder ganz andere Verknüpfungen und Schlüsse ziehen kannst. Und das ist auch sehr interessant in dem Buch beschrieben, also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Aber das ist eine Art von Denken, das man erst wieder lernen muss. Das ist ein bildhaftes Denken, wodurch man ganz andere Verknüpfungen herstellen kann. Und vielen von euch ist ja bestimmt bewusst, dass es in dieser Welt alles polar ist. Es gibt hoch, tief, es gibt unten, oben, es gibt keine Täler ohne Berge. Ja, es gibt kein Gut ohne Böse und so weiter. Und das ist auch das, woran die Welt im Moment krankt. Unter männlich und weiblichen Ungleichgewicht. Und damit meine ich nicht Mann und Frau, sondern das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip. Das männliche Prinzip ist eher das Aktive, das logisch Denkende, das Macherprinzip. Genau. Und das ist auch, wie sich früher die Dichter und Denker, die haben sich immer mit Zirkel und Lineal abbilden lassen. Und das Lineal steht für das männliche Prinzip. Das ist das direkt Verbindende von Punkt A zu Punkt B. Und heutzutage, wenn man in der Welt nicht logisch, aktiv, machend denkt, dann kommt man in der Welt heutzutage nicht zurecht, beziehungsweise ist nicht erfolgreich, weil genau das Prinzip ist, was heutzutage überkompensiert ist in der Gesellschaft. Das Weibliche, das Passive, das Geschwungene, das Runde, das Empfangende und Nichtstun, das Gestalterische und Künstlerische ist in unserer Welt sehr verpönt und nicht anerkannt, sehr unterdrückt. Und das ist, ja, das sieht man in allem. Also man sieht zum Beispiel auch, wie die Gebäude ausschauen. Heutzutage, die Gebäude wurden immer aktiver, immer geradliniger. Wenn ihr heutzutage die Bauwerke anschaut, nur noch alles quadratisch, praktisch, gut. Die sind einfach strukturiert, da ist keine Schönheit mehr dabei. Das weibliche Prinzip ist Schönheit. Das männliche Prinzip ist einfach nur Überleben und Effektivität. Das Weibliche ist das Sinngebende, die Schönheit. Und wozu überleben, wenn es keinen Sinn gibt? Wozu willst du überhaupt leben auf dieser Welt sein, wenn kein Sinn da ist? Wenn das Leben keinen Sinn macht, dann ist es egal, was du hast. Das ist wie irgendwelche berühmten Leute, irgendwelchen Bands zum Beispiel oder Fußballspieler, die dann Selbstmord begehen. Die haben alles, Frau, Kinder, Geld, Reichtum, alles, wonach die Welt im Äußeren strebt. Alles. Aber da fehlt der Sinn. Da fehlt der Sinn und dann ist es egal, was du hast. Dann ist eine Depression da. Dann ist Burnout da. Und wenn du Geld hast, alles hast und dich umbringst, dann kann man das wirklich als Krankheit bezeichnen. Und mit was für Gesichtern auch viele erfolgreiche, weltlich erfolgreiche, sozial erfolgreiche Menschen rumlaufen. Daran sieht man, woran die Welt krankt. Der Sinn ist verloren gegangen, die Schönheit ist verloren gegangen. Schau dir ältere Bauwerke mal an. Kirchen, Residenzen. Da ist noch Schönheit da, da ist Schmuck, da ist Stuck, da ist Kunst.
Da ist Kreativität da. Da ist das Sinngebende da. Da war das noch mehr im Gleichgewicht teilweise. Aber heutzutage ist vieles völlig nur noch auf Wachstum, auf aktives Tun und Machen aus. Und ja, das ist die Krankheit der Gesellschaft sozusagen. Wenn das nicht im Gleichgewicht ist, wenn das Tun nicht von einem Sinn durchdrungen ist, dann ist Handeln falsch. Dann kann Handeln destruktiv sein, kontraproduktiv. Wenn du irgendwas machst, wenn du in die falsche Richtung rennst, dann ist es egal, wie weit du kommst. Es ist kontraproduktiv, weil du den ganzen Weg wieder zurückgehen musst. Und wenn du einfach nur irgendwas machst, ohne drüber nachzudenken, ohne Sinn dabei zu haben, dann führt dich das nirgends hin. Eine Melodie entsteht erst durch beide Pole, durch das Männliche und das Weibliche. Eine Melodie entsteht durch die Pausen zwischen den Tönen. Das Passive, die Pause, die Ruhe zwischen den Tönen macht die Melodie. Probier einen Ton am Stück zu spielen, da entsteht keine Melodie. Nur durch die Pausen zwischen den Tönen entsteht die Melodie. Beides muss harmonisch in gleichen Anteilen vorhanden sein. Und dann kannst du ein erfülltes und glückliches Leben führen. Dann kann die Gesellschaft wieder zu einem glücklichen und erfüllten Zusammenleben kommen. Aber wenn ein Pol überbetont ist, wie heutzutage der männliche Pol, nur noch das aktive Machen zählt und da kein Sinn dabei ist, dann zerstört man den Planeten, auf dem man lebt. Man sägt den eigenen Ast ab, auf dem man sitzt und ist sich dessen nicht mehr bewusst. Traurig, aber wahr. Ja, das wollte ich nur mal als kleinen Denkansatz da lassen. Und ich kann wirklich jedem einfach nur empfehlen, mal in das Buch reinzuschauen. Es ist wirklich sehr schön beschrieben. Und diese Art von Denken muss man einfach wieder lernen. Das ist nichts, was man... Man kann es mal logisch nachvollziehen, kurz. Aber es geht darum, das wieder zu erfahren. Es ist was anderes, in eine Orange zu beißen, als wenn dir jemand sagt, hey, beiß in eine Orange. Also ich kann dir nur einen Tipp geben, lese das Buch und erfahr es selber. Beschäftig dich auch mit Dingen wie heilige Geometrie, zeichne selber und erfahr die Dinge selber. Meditier selber und dann kommen die Erkenntnisse für dich. Weil wenn du was logisch nachvollzogen hast, dann ist es keine Erfahrung für dich. Auch eine Studie ist keine Erfahrung. Das kann sein, dass da was steht. Im Grunde, erst wenn du es erfahren hast, kannst du sagen, hey, es ist so. Und es bringt dir nichts, wenn dir jemand beschreibt, oh, ist das geil, Achterbahn zu fahren. Du musst dich selber in die Achterbahn hocken und das fahren und das erfahren. Es geht doch um das Erfahren und nicht darum, dass es mir jemand erzählt. Es wird immer nur eine Geschichte bleiben, wenn es mir jemand erzählt. Auch wenn da Zahlen stehen, auch wenn da eine tolle Studie steht. Das wird immer nur noch was sein, wo ich so glauben muss, weil die halt die Studie gemacht haben, weil die Zahlen das halt so sagen. Keine Ahnung, warum die Zahlen so zustande gekommen sind. Aber es geht immer noch darum, das selbst zu erfahren. Genau. Also schaut in das Buch, lernt das senkrechte Denken wieder. Mach die Erfahrung selber. Genau, das wünsche ich jedem. Ansonsten macht's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.